So Leute, willkommen zu Wolfbeit LP. Wie, der ist jetzt schon wieder gebannt. Wir haben doch letztes Mal noch spielen können. Sag mal, was ist denn bei denen los? Was machen die hier eigentlich verkehrt? So, erstmal Leute annehmen. Oh Gott, ja. Natürlich bist du dabei, Mounts ist Pokémon. Du bist auch dabei. Du auch. Auch. Und Dirk, du bist auch dabei. Also Gruß an euch alle, die ihr jetzt dabei seid, auch wenn ich eure Namen nicht einzeln aufgezählt habe. Leute, ich bin heute ein bisschen genervt und wir machen heute die Pokémon Challenge. Ich werde heute auch ein bisschen auf das, was die Abonnenten so in letzter Zeit geschrieben haben, eingehen. Also heute ist wieder One Poke Challenge. Die hauen wir heute raus, gewinnen wir. Wo ist eigentlich mein Aufnahmefenster? Das hat jetzt keiner gesehen, ne? Ich muss nämlich meine Zeit anzeigen lassen. So. Ja, warum bin ich genervt? Also zum einen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe ja gestern ein Video hochgeladen, der Wolf hat einen Sprung. Als gestern Abend, als ich im Bett lag, gechattet habe und aus heiterem Himmel plötzlich meine Scheibe zersprungen ist, das habe ich euch ja dann gefilmt, da war ich relativ glücklich und dann musste ich heute Morgen früh aufstehen, weil ihr Hausmeister kam, beziehungsweise es war ja noch sowas, bei den ersten zwei Sprüngen habe ich noch gedacht, ja, wenn du jetzt einen Hausmeister anrufst, bringt nichts. Es ist nach 19 Uhr, der kann heute eh nichts mehr machen. Gehst du morgen früh gleich zu dem hin. Ja. Nach dem 5. oder 6. Sprung habe ich ihn dann panisch angerufen. Ja, heute Morgen musste ich dann früh aufstehen, damit er vorbeikommen kann. Und es endete damit, dass er eben da war, es fotografiert hat, gesagt hat, ich bestelle ein neues Fenster und wieder gegangen ist. Dafür bin ich heute Morgen aufgestanden. Dann kam gleich noch die nächste ernüchternde Nachricht hinzu, weil mein Vater hat am Wochenende nicht auf mich gehört. Ich habe für ihn was bestellt, weil eins seiner Gartengeräte einen Schlagweg hatte und ich sollte Ersatzteile bestellen. So, habe ich getan. Kam auch weitestgehend an und nur der Hermesmann war zu spät dran. Habe ich gesagt, okay, ich setze mich vors Fenster und warte, bis der Hermesmann da war. So. Mein Vater, nee, komm, hilf mir, der sieht schon, wenn hinten die Gartentür offen ist. Jetzt los, ich brauche Hilfe. Ich habe gesagt, ja, und was ist, wenn der nicht kommt? Ach, der wird schon. Ja, er war in der Zeit da, hat uns verpasst. Das bedeutet, ich musste wieder weg, weil ich hatte keine Zeit mehr. Ich musste wieder in meine Wohnung. Bin jetzt in meiner Wohnung. Ja, musste jetzt das Paket an den Paketshop liefern lassen. Jetzt ist das Problem, die brauchen eine Vollmacht. Ja, ihr könnt euch denken, was jetzt ist. Ich habe die Wahl. Entweder ich stelle meinem Vater eine Vollmacht aus, oder ich muss dafür sorgen, dass ich, ja, dass ich irgendwie zu meinem Vater komme. Das sind aber 45 Minuten Fahrt. Natürlich zweimal, weil ich muss ja auch wieder heim. Das heißt anderthalb Stunden plus Aufenthalt von einer halben Stunde. Von einer Stunde. Bedeutet im Fazit, ich werde 2,5 Stunden weg. Wegen einem Paket, das mein Vater holen könnte. Ich also gerade einen Kumpel gefragt, hier kannst du mir eine Vollmacht ausdrucken und vielleicht scannen. Ja, gut. Mein Vater gesagt, ja gut, die kommt nicht heute Freitag, sondern die kriegst du dann erst Montag. Weil ich kann die heute erst nach 14 Uhr scannen und mein Vater hat ja keinen Computer. Und er, ja, ich hab ab Montag Urlaub. Habe ich keinen Computer mehr. Ja, danke, was soll ich machen? Ja, wegen ihm verpasse ich den Postboten. Es ist sein Paket und ich darf hinterher rennen. Also ich glaube, dass ich da echt genervt bin. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Und ganz ehrlich, ich habe da auch nicht so wirklich Bock, seinem Paket nachzurennen. Da soll er selber zusehen, wie er es hinkriegt. Ich habe mir jetzt gesagt, ein Kumpel von ihm kommt am Wochenende, dass ich es ihm vielleicht schicke, dann. Oder meiner Schwester, dass die es vorbeibringt. Meine Schwester wohnt näher dran, die soll sich ins Auto setzen und es ihm vorbeibringen, ja. Oder soll er es bei meiner Schwester holen, das ist mir völlig wurscht. Bei mir geht es auf den Keks, ja? Ist ja, wenn ich,
ihm nicht gesagt hätte, dass das Paket kommt, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bestelle es irgendwann und es kommt jetzt die Tage an, okay, dann hätte ich gesagt, gut, meine Schuld, war dumm von mir. Aber wenn ich es wirklich so bestelle, dass es an einem Tag kommt und ich ihm sogar sage, ich muss warten und er mich trotzdem wegschleppt, dann ist er schuld. Da kann man sagen, was man will. Er ist schuld, er hat's verkackt und er muss es jetzt auch auslöffeln. Tut mir leid, wenn ich euch hier so ein bisschen die Ohren vollheule, aber es geht mir halt ziemlich auf den Senkel. Ist mir auch egal, ob er Urlaub hat. Er soll es irgendwie hinkriegen. Ach ja, und jetzt wieder zu freudigeren Themen. Wir sind gerade am Gewinnen. Ich denke mal, das ist das freudigste Thema schlechthin. Ich meine, wir haben bereits zwei Kangamas, die angreifen können. Wir machen pro Runde einen ordentlichen Schadensbetrag. Und er hat im Prinzip keine Chance, sich zu verteidigen, weil seine Pokémon nicht über genügend Energie verfügen. Das ist für mich schon mal ein gutes Zeichen. Und bis jetzt läuft's. Wenn es so weitergeht, gewinnen wir echt. Also ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Das Problem ist, mein Kangama müsste eigentlich 10 Schaden mehr machen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum 10 Schaden, ganz einfach. Wenn ich es jetzt nur mit 70 treffe, dann heilt er es um 30, hat er 40. Nochmal 70, hat er 110. Achso, nee. Ich merke gerade, meine Rechnung geht eh nicht auf, weil das Vieh ja um 20 Schadenspunkte reduziert ist. Das heißt, wenn ich es nicht mit 100 treffe, ist eh verkackt. Und dann sind es 80, heilt er um 30, sind es 50, dann könnte ich ihn mit 50 immer noch nicht umbringen. Das heißt, ich muss zweimal mit 100 treffen. Oh, Kacke. Das Vieh ist stabil. Ja, vielleicht habe ich ja Glück. Ich weiß nicht, ob ich in dem Deck Muskelbänder drin habe. Vielleicht ja. Wenn ja, dann wäre das schon ziemlich cool. Weil ganz ehrlich, dann haue ich den gerade beim Muskelband um. Ein Austausch. Ein Austausch bringt mir nichts. Oder das heißt ja nur Tausch. Tauschen ist überbewertet. So, 100, komm. Na gut, theoretisch, wenn das jetzt reduziert und ich treffe dann. Mit 100 ist ja immer noch drin. Wie rechne ich denn? Ne? Ach so, nee, Moment. Ach so, stimmt, er hat hier keine Energie mehr dran, deswegen ist sein Schaden nicht reduziert. Ah, Logik. Ja, doof von mir. Natürlich. Ohne Elektroenergie hat er keinen Schutzschild mehr. Das heißt, wenn er jetzt keine Elektroenergie auf der Hand hat, hat er ein Problem. Weil dann läuft der richtig Gefahr, dass ich ihn umbringe. Ich meine, es läuft so oder so. Ja, für mich ist es egal, ob er austauscht, weil ich habe ja immer noch mein Kangama. Und ganz ehrlich, selbst wenn er einen Kangama umbringen würde, was er wahrscheinlich nicht schafft, weil drei von seinen Karten auf seiner Hand müssten Energiekarten sein. Und ich nehme mal ganz stark an, dass es das nicht sind. Beziehungsweise eine kann er ja noch nachziehen mit einer Hand. Beziehungsweise er kann ja sogar noch mehr nachziehen, wenn er jetzt den magnetischen Kreislauf aktiviert. Ja, er kann ja jetzt so viel nachziehen, bis er 5 hat. Wenn er noch mehr Energien dabei hat. Ja, das könnte böse werden, aber könnte halt nur. Ist es nicht. Aber er hat keine Chance. Ich sag's euch, der hat keine Chance. Den machen wir fertig. Also die One-Pokémon-Challenge, die schaffen wir heute. Und ich weiß, ich habe schon mehrere andere Challenges bekommen von euch. Das ist auch sehr, sehr lieb, aber sowas wie die 10er-Challenge zum Beispiel. Ich darf nur 10 Schadenspunkte pro Runde machen. Da muss ich einfach länger dran arbeiten, mehr Zeit haben, weil sowas kann ich einfach nicht mal eben zusammenbauen, dass ich mit sowas gewinne. Was kam sonst noch für Challenges? Jetzt müsste ich's wissen. Ja, ihr wisst, ich bin nicht so gut im Merken. Ich gucke lieber aufs Geschriebene.
Irgendwas war noch, irgendeine, die ich noch nicht gebastelt habe, aber noch basteln wollte. Ich weiß es nicht. Aber dann kommen auch so Fragen wie, kannst du mal wieder ein Turnier machen? Oder kannst du mal Turnier spielen? Und da muss ich sagen, kann ich. Ja, kein Problem. Aber ich habe im letzten Part erst eins gehabt. Ja, also, beziehungsweise den Part hier habt ihr ja nicht gesehen, also einen Part vorher. In 193 wurde gefragt, ob ich mal ein Turnier machen kann. 192 war ein Turnier. Deswegen, vielleicht erstmal so die umliegenden Parts zumindest gucken. Zumindest das. Lohnt sich meistens. Heute habe ich mich ein bisschen viel beschwert, aber ich gehe auch auf Fragen ein. Also damit mache ich es hoffentlich wieder gut. Dann natürlich die Frage der Fragen. Die Frage, die ich zuhauf gestellt bekomme. Ja, wirklich. Also unter jedem Part steht es mindestens einmal. Können wir mal zusammen spielen? Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe und ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen werde. Ich habe derzeit Prüfungszeit. Mein Zeitplan sieht so aus: Let's Plays aufnehmen, lernen und wenn ich mal 5 Minuten Freizeit habe, irgendwas mit Freunden machen. Ich bin nur für die Let's Plays online. Ich komme derzeit überhaupt nicht dazu, mal privat online zu sein. Weil dann wollen die Freunde mal wieder treffen. Zero habe ich jetzt auch schon aufgeschoben. Das ist nämlich der, der heute kommt. Den habe ich schon sehr, sehr lange jetzt aufgeschoben, weil ich keine Zeit hatte. Und deswegen bitte etwas Verständnis, dass ich zurzeit nicht mit euch spielen kann. Ihr wisst, ich spiele gerne mit euch. Ich habe ja auch schon öfter mit euch gespielt. Und vielleicht kommt ja auch wieder ein Livestream, in dem ich mit euch zusammen spiele. Und deshalb, ja. Bitte etwas Geduld. Ab Oktober wird es wieder besser. Also so lange müsst ihr euch wahrscheinlich noch gedulden, weil September ist bei mir sehr, sehr eng gesetzt. Und 4. Oktober ist meine letzte Prüfung. Das heißt, nach dem 4. Oktober habe ich wieder mehr Zeit. Dann kann ich wieder mit euch zusammen spielen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel, aber es muss halt sein. Ich komme ums Lernen nicht drum rum und meine Abonnenten sagen ja selber. Ach, ich kann das viel mit Basis. Ich bin erledigt. Ja, deswegen. Also, ich hoffe, ihr habt Verständnis und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr Verständnis für mich habt. Weil ich kenne doch meine Pappenheimer, ihr habt doch eigentlich immer Verständnis. Ja, ansonsten, was wurde noch gefragt? Kann ich mal ein User-Turnier machen? Also wirklich ein Turnier komplett ausgelegt auf User. Problem. Ich kann das Turnier an sich theoretisch veranstalten. Das ist jetzt nicht das Problem. Was eher das Problem ist, es bringt uns, also wir können, ich kann kein Turnier erstellen. Sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, ich kann das Vieh jetzt nach einem Angriff mit Basisenergie, mit Basis-Pokémon nicht mehr angreifen. Ich habe keine Chance in einem Deck, das nur Basis-Pokémon enthält, aber ich darf halt nur ein Pokémon haben. Daher habe ich immer nur Basis-Pokémon. Schade, lief so gut. Ja, also wie gesagt, ich kann das Turnier veranstalten, aber ich kann es nicht locken. Also ich kann nicht sagen, hier Turnier, nur Abonnenten. Und selbst wenn ich es im Stream mache, ist das Problem Delay. Also wir können uns nicht alle in ein Turnier schmeißen und sagen, das sind alles Abonnenten. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Andere Sache, ich könnte natürlich im Livestream zum Beispiel eine Tabelle aufstellen und sagen, wir machen Privatkämpfe. Dann müsste ich halt beispielsweise Preise gewinnen vorher. Also beispielsweise, ich gewinne jetzt im Turnier, hole Booster und teile dann die Booster praktisch gewinnmäßig auf und jeder, der gewonnen hat, kriegt Booster von mir. Für eine schlechte Karte, die er nicht braucht. Weil man muss ja immer tauschen. Das wäre so die Alternative. Weil andere Möglichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht. Oh, ein Full Art Platan, der sieht cool aus. Vielleicht habe ich ja Glück und die gehen die Karten aus. Ich meine, 13 Züge aushalten. Wenn ich das schaffe. Meint ihr, das kriege ich hin? Das wäre jetzt so meine andere Idee, wenn ich jetzt 13 Züge hier einfach bloß verteidige.
meine, sein Blitzer kann nicht so viel Schaden anrichten. Das heile ich in einer Runde wieder weg. Und er reduziert sein Deck ja praktisch vorsätzlich noch weiter. Wahrscheinlich, weil er nicht bemerkt, dass er seinem Deck damit eigentlich mehr schadet. Wie viel ziehst du denn ab? Naja, der zieht halt viel ab. Der zieht jetzt 70, 80 zurzeit ab. Na gut, der zieht auch 80 ab. Los, komm, leg noch eine Karte. Nee, schade. Keine mehr. Obwohl, ja, mit 80 Schaden so lange aushalten ist nicht leicht. Aber ich habe noch ein bisschen mehr, ich halte länger durch als er. Aber ich muss halt aufpassen, dass er meine Pokémon nicht besiegen kann. Sonst ist vorbei. In dem Moment, in dem meine Pokémon tot umfallen, ist der Kampf entschieden. So, ihm kann ich nichts anhaben, dann sehe ich lieber zu, dass ich was ziehe, was mir was bringt. Zum Beispiel etwas, was mein Pokémon etwas langlebiger macht. Obwohl, 80, ja, das bringt eigentlich auch nicht viel. Ich habe schon alle Kangamas im Spiel. Also weiter komme ich nicht mehr. Einzige Chance ist halt, dass ich sowas wie Fraudelis ziehe und hier das Octillery vorziehe, damit er nicht mehr weiter angreifen kann. Elf Züge. Er braucht drei Angriffe, um einen Pokémon von mir zu besiegen. 3x3, ne? Ich guck mal, ob ich überhaupt einen nicht gepreisten Fraudelis habe. Ja, Beleber bringt mir nichts. Tod ist tot. Nee, ich habe keinen nicht gepreisten Fraudelis mehr. Ich könnte ihm höchstens hier eine Doppel-Farblos-Energie abziehen, wenn ich es ziehe. Wenn. Oder falls ich es ziehe. Obwohl, ich kann hier eh nicht angreifen, dann kann ich auch ziehen. Aber Spezialhammer, damit kriege ich seine Spezialenergie weg. Das hat zwar keine Rückzugskosten, aber cool wäre trotzdem. Ja, das ist eigentlich so meine einzige Möglichkeit. Obwohl, das Mio hat ja die gleiche Veranlagung, sage ich mal. Es kann ja mit der gleichen Attacke angreifen. Es macht halt bloß 70 Schaden statt 80. Aber 70 killt mich nicht. Aber er macht trotzdem weiter. Verflucht! So, jetzt hauen wir dem als erstes mal die Spezialenergie weg. Damit wir länger durchhalten. So, das hier. Dann mache ich einen Tausch. Kangama ist jetzt eh raus. Das ist zu sehr angeschlagen. Dann gucke ich, dass ich noch mehr an Karten zur Energieverbrennung komme. Ne, aber Heilung. Heilung ist schon mal super. Dreifachzug. Jetzt so langsam habe ich aber auch ein bisschen wenig Energiekarten, ein bisschen wenig Deckkarten. 12 zu 9. Aber ich kann heilen. Er nicht. Und er muss jetzt tauschen. Okay, jetzt greift er mit 100 Schaden an. Wahrscheinlich wird er jetzt auch tauschen und mit dem Vieh angreifen wollen. Ne, er greift damit an, ey. Kluges Kerlchen. Weil er genau weiß, dass ich das nicht blocken kann. Aber davon halte ich drei Angriffe aus und einen kann ich direkt wieder weghalten. Gut, dass ich so viele Pokémon-Center-Damen in diesem Deck drin habe. Es ist vielleicht nicht die beste Strategie. Wenn ich das mache, gerate ich ins Hintertreffen. Dann muss ich einmal Senna anwenden.
Nee, mach ich nicht. Ich beende einfach. Ich warte jetzt einfach ab, was passiert. Es ist spannend. Also es läuft hier alles darauf hinaus, dass ich ihm nichts anhaben kann. Aber ihm geht sein Deck aus. Ja, hol dir Energien. Find ich super. Find ich toll. Hol dir am besten zwei. Nee. Wo sieben noch übrig? Sieben Züge. Jetzt lass uns mal ausrechnen. Selbst wenn er hier 100 Schaden, sagen wir mal 120 Schaden, dann braucht er zwei Angriffe pro Pokémon. Das wären. Na. Das reicht nicht ganz. Aber wenn er so weitermacht, dann haben wir hier tolle Karten. Also ich meine, ich habe Zeit. Er darf gerne so wie jetzt weitermachen. Ich halte das aus. Jetzt sind 6. Wenn er jetzt 2 pro Pokémon braucht, hat er ein Problem. Das schafft er nämlich. Das würde er dann gerade so in der Zeit schaffen. Also praktisch mit dem K.O.-Treffer. Aber das hier ist, glaube ich, auf. Mischt er. Nee, er geht's auf die Hand. Ich habe gedacht, er mischt es ins Deck. Im Deck wäre er negativer. Problem ist, er wird das Vieh natürlich weiter aufpowern, bis es nur noch ein Hit ist, der benötigt wird, um mich zu killen. Das hier halte ich natürlich auch nicht ewig durch. Fünf Runden. Problem ist, wenn er es mit einem Hit tötet, er muss 3 besiegen. Und wie viel Schaden macht er? 4. 4 mal 20 sind 80, sind 130, 140. 140 Schaden macht er derzeit pro Angriff. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Ja, ich weiß, dass ich dann weniger Karten auf der Hand habe, aber dafür kann ich mit Kangama wieder angreifen. Na, jetzt hängt's. Stürz mir jetzt nicht ab. Meine Zeit läuft trotzdem. Ist geil. Stuck. Wie Verbindung zum Server. Mein Internet funktioniert. Schnell wieder rein. Vielleicht komme ich wieder in den Kampf. Wenn nicht, dann finde ich das sehr, sehr unfair. Natürlich. Mhm. Geil. Leute, ich weiß nicht, ob wir es geschafft hätten oder nicht. Schreibt mir, was ihr denkt. Lasst mir jetzt Kommentar da und das ist die Abrundung für diesen wundervollen Tag und meine Pechsträhne. Gut, Leute. Hoffentlich läuft es beim nächsten Mal besser. Bis dann, euer Wolf.